Gut, dann fangen wir an. Guten Morgen an alle, die da sind. Herzlich willkommen, 175. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen vom 24.01.2017. Wir fangen an mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ich stelle fest, wir sind nach wie vor nicht beschlussfähig. Gehen wir weiter mit Top 1, Genehmigung des Protokolls der 175. Sitzung und der 174. Sitzung. Geht nicht, weil wir nicht beschlussfähig sind. Top 2, Bericht der Pressestelle, Mario. Und den bezahlen wir teuer als Pressesprecher, ich weiß ja nicht. Habe ich gesehen. Ja. Ja, moin. Wir haben eigentlich eine ganz gute Presselandschaft zurzeit. Wir haben ein paar Sachen ein bisschen geändert. Wir sind relativ klar in der Aussage, greifen an, sind politisch. Und der Print honoriert das, indem er uns seit anderthalb Wochen in fast jeder Meldung, die wir rausgeben, bis auf Nischen- und Orchideenthemen, auch bringt. Gilt nicht so für Fernsehen, wie Michel festgestellt hat. Das kann ich aber nicht ermitteln bis jetzt, warum und wieso. Aber Print finden wir vermehrt statt. Heute hat ein bekanntes regionales Blatt uns auch auf der ersten Seite erwähnt. Wir haben gerade eben wieder eine Pressemitteilung rausgegeben, die durchaus geeignet ist, den einen oder anderen beim Lesen zu irritieren. Vielleicht findet auch das wieder Klang. Wir stürzen uns natürlich vermehrt auf den Fall Amri Jäger, würde ich ihn mal nennen, weil das einfach momentan im Land Thema ist. Dieser 1 Zentimeter Neuschnee hält die Stadt in seinem Würgegriff. Das ist nicht zu ertragen. Das ist also alles Chico. Wir planen für die Plenumswoche jetzt mehr PMs als in der letzten, weil... Bitte? Wir planen mehr PMs, weil viele Themen uns besonders wichtig sind. Und wir wollen diesen Schwung, den wir zurzeit haben, nutzen. Wir werden insgesamt schneller. Das führt auch dazu, dass man nicht jeden im Vorfeld immer informieren kann, führt aber dazu, dass wir mehr gebracht werden. Das möchten wir beibehalten. Wir haben die Reichweite in den sogenannten sozialen Medien weiter gesteigert. Wir haben die Intensität gesteigert. Wir finden statt. Man nimmt uns wahr. Das ist alles noch auszubauen, aber wir sind deutlich besser, als wir noch vor einiger Zeit waren. Habe ich was vergessen zu gestern? Bitte? Ich habe meinen Zettel oben vergessen. Wir haben keine Schwerpunkte in dieser Woche, weil wir wirklich fast zu jedem unserer Sachen was bringen. Was ich noch erwähnen möchte, ist die Zusammenarbeit Michel, Vorstandsreferat, Pressestelle, die ja vor einiger Zeit geändert worden ist, funktioniert richtig gut. Auch dadurch werden wir besser. Wir haben am nächsten Montag die Veröffentlichung des Gutachtens ÖPNV am 30. in der Rheinbahn. Mir doch egal, wie das Ding mit Vornamen heißt, das sagen wir dann, das gehört zum Teasen. Da werden wir uns darauf konzentrieren. Heute ist die Enquete-Kommission irgendwas mit Familie. Da wird Daniel was machen, hat auch schon was gemacht. Das gehen wir auch rum. Ferner haben wir, wie gesagt, gerade eben eine PM rausgebracht. Wir werden heute im Laufe des Tages noch eine mit Michel rausbringen, wieder zum Fall Amri Jäger. Kraft. Dazu Fragen. Fragen, Rückfragen, Anmerkungen.
Sehe ich nicht. Möchte der Steffen noch was sagen? Die Tina? Ergänzend. Dann kommen wir zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Wir hatten gestern um 14 Uhr eine Mitarbeiterversammlung. Da wurde die Fraktion vertreten von Grampi, Michelle und mir. Das bedingt einen extra Tagesordnungspunkt unter Teil 3, nicht öffentlich, fraktionsintern. Dann hatten wir gestern die Referentenrunde und haben da nochmal darauf hingewiesen, dass mit der Änderung der Kernarbeitskreise, wir haben jetzt nur noch zwei, nach wie vor die Verpflichtung besteht, daran teilzunehmen, aber nur an einem jeweils, aber das dann auch verpflichtend. Dann haben wir gestern noch mal darum gebeten, dass man die Planung für die letzten, also das eine ist ja praktisch schon jetzt durchgeplant, sondern für die nächsten darauf folgenden drei Plenarsitzungen, soweit einzelne Abgeordnete, einzelne Referenten schon Punkte festliegen haben, dass man die doch bitte an das Vorstandsreferat meldet. Also da kann es sein, dass die Referenten auf euch zukommen. Des Weiteren sind wir noch dabei, das haben wir gestern auch noch mal angesprochen, die fünf wichtigsten Punkte aus jedem Bereich, also wo wir einen guten Antrag reingebracht haben, der abgelehnt wurde, der aber von anderen Fraktionen und Parteien außen in der Außenwirkung immer noch benutzt wird, dass wir das mal rausarbeiten und zusammenstellen. Soweit zur Referentenrunde. Dann haben wir einen Praktikanten, und zwar Simon Haupt, der seit gestern hier sein Pflichtpraktikum macht, 6 Wochen und bei Mario im Büro ist, also wird die Pressestelle in dieser Zeit mit unterstützen. Dann haben wir noch eine Vorlage, die habe ich mit versandt. Das geht um was Organisatorisches, und zwar geht es um die externen Termine von Fraktionsmitgliedern. Das würde ich gerne, wenn jetzt noch, das, also ich bin damit zu Ende, die würde ich gerne hier unter diesem Punkt zur Abstimmung stellen. Mario. Ich hätte zu den Ausführungen einen alternativen Fakt. Simon ist zwar bei mir und sitzt in meinem Büro, hat aber einen richtigen Praktikumsplan und ist also auch in anderen Abteilungen. Nächste Woche wird er komplett Simone begleiten in alle Ausschüsse bis hin zu einer Podiumsdiskussion am Freitagabend und beschäftigt sich eben auch mit anderen Abteilungen. Ich werde auf die einzelnen Bereiche zukommen, rechtzeitig vorher, um Simon anzukündigen und dann Detailabsprachen zu treffen. Gut, gibt es dazu weitere Fragen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann, wie gerade angekündigt, die Beschlussvorlage B03 2017. Da geht es um die Prüfung von Anträgen von Fraktionsmitgliedern zur Wahrnehmung von externen Terminen, die zurzeit immer vom Vorstand geprüft werden müssen. Das ist ein bisschen viel Aufwand, und da ja jetzt mehr Termine, ein bisschen viel Aufwand in Anführungszeichen, da jetzt mehr Termine kommen, soll die Geschäftsführung, sprich gemeinsam Grumpy und Hartmut, darüber entscheiden, ob diese Termine genehmigt werden oder nicht, damit die Wege kurz sind und der Wagen auch viel genutzt werden kann. Gibt es dazu Nachfragen oder Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann gucke ich eben, der Grumpy ist soweit. Ist jemand gegen die Vorlage? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig. Genau, beschlossen. Zack, wieder zurück. Dann kommen wir zu Top 4, Bericht des Vorstandsreferats. Ja, ist sehr kurz heute, weil es eigentlich Hartmut die entscheidenden Sachen schon gesagt hat. Es geht weiterhin darum, jetzt im Plenum entsprechend die Anträge zu bewerten der anderen Fraktionen, aber das wäre jetzt öffentlich nicht so clever, das zu sagen, was wir da vorhaben. Ja, das war das Entscheidende, was auch gestern gerade im ersten Arbeitskreis und im letzten ging es auch thematisch um Anträge, die diese Woche auflaufen oder aufschlagen werden. Ansonsten, ja, wird die Bundesversammlung vorbereitet. Wozu wir ja gleich, wie immer, im Mitarbeiteröffentlichen Teil noch einen Punkt haben. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu diesem Punkt?
Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit Top 5. Vorbereitung der Plenarsitzung 25., 26., 27. Januar 2017. Zuerst habe ich hier vorab stehen einen gemeinsamen Antrag, der ist gestern rumgeschickt worden. Ein Antrag zu den Eurogames. Das ist Eurogames oder Eurogames? Wir sind ja in Deutschland, da muss man alles eindeutschen. Eurogames. Also zu den Eurogames. Ihr habt den gestern bekommen. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Möchte den jemand vorstellen? Das ist nicht der Fall. Scheinen alle gelesen und verstanden zu haben. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir diesen Antrag gemeinsam mit den anderen Fraktionen stellen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir einstimmig bei den neun Anwesenden dem zugestimmt und kommen ins Plenarpad. Tagesordnung für die 133. Sitzung, Mittwoch, 25. Januar 2017. Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt es einen neuen Abgeordneten der CDU, wenn ich mich nicht täusche. Josef Rickfelder, genau. Rickfelder, genau. Der ist wieder da. Darf man das so sagen? Er ist wieder da? Ja, aber nicht lange. Das stimmt. Ehemaliger Abgeordneter ist jetzt wieder Abgeordneter, ist nachgerückt. Der wird vereidigt. Dann gibt es Top 2. Entscheidung über den Einspruch gegen die Wahl der Mitglieder der 16. Bundesversammlung durch den Landtag Nordrhein-Westfalen. Möchte der Grumpy da was zu sagen? Wir haben gleich dazu ja noch einen Punkt im... Ist das das, was du sagen würdest? Weil dann das wäre das, was ich dann sagen wollte. Okay. Wir haben dazu gleich noch einen... Haben wir gar nicht gemacht. Hey, das haben wir letzte Woche auch nicht gemacht. Ist keinem aufgefallen. Voll gut. Ich mache das dann nach der Plenarvorbereitung nochmal über nicht öffentliche Teile abstimmen. Wir waren ja auch gar nicht beschlussfähig, fällt mir gerade ein, deswegen habe ich das übersprungen. Na gut. Drittens, die Aktuelle Stunde. Viertens, nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, Menschen in Not helfen. Moment, das stimmt ja gar nicht mehr, was hier steht. Wir haben ja als Top 4 eine Unterrichtung der Ministerpräsidentin zum Fall Amri in Verbindung mit einer Aktuellen Stunde der FDP, in Verbindung mit dem Antrag, der hier steht, der CDU. Das sind 20 Minuten für die Regierung, 20 für SPD und CDU, 16 für Grüne, FDP und uns und dann nochmal 20 Minuten für die Regierung. Hier richtig eingetragen ist Referent Redner, erste Rede halte ich, zweite Rede Frank. Und zum CDU-Antrag gibt es eine Ablehnung als Empfehlung. Top 5. Nordrhein-Westfalen für Steuergerechtigkeit. Steuerkriminalität bekämpfen, Steuergerechtigkeit herstellen, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, ist ein rot-grüner Antrag. Da gibt es keinen Referenten eingetragen. Sehr gut. Und kein Redner eingetragen. Ich glaube, der ist auch klar, aber... Dann müssen wir das organisieren. Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. Oh, können wir das jetzt organisieren? Hallo Nico. Top 5. Steuergerechtigkeit. Redest du? Ja, klar. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt organisiert. Top 6. Landesregierung muss endlich zumindest die Eckpunkte für eine Kiewitz-Reform vorlegen. Hier haben wir Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. Sehr schön. Also habe ich schon gesagt, das ist ein FDP-Antrag. Kann also nur Ablehnung sein. 7. Flächendeckend Mängelmelder für ortsbezogene Hinweise einrichten. Unser Antrag. Hier auch Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung ist unser Antrag, kann nur Zustimmung sein. 8. Abschlussbericht der Enquetekommission zur Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen. Das ist die EK5 gewesen. Hier haben wir Referent und Redner. Das Ganze wird zur Kenntnis genommen und ihr erübrigt sich eine Zielrichtung, weil wir ein entsprechendes Votum abgegeben haben. Und wir reden da gleich noch drüber. Top 9. Dank an die Kölner Polizei und alle Polizistinnen und Polizisten im Silvestereinsatz. Sie haben Silvester richtig geschrieben. Cool. Ein CDU-Antrag in Verbindung mit friedlicher Jahreswechsel 16-17. Unser Dank gilt den Einsatzkräften. Ein... Was denn? Ja, sie sind, wie sie sind. Was soll ich sagen?
Ein Antrag von Rot-Grün in direkter Abstimmung. Frank Redit, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung ist eingetragen. Allerdings gibt es hier durchaus eine Diskussion, die sich auch zu lesen lohnt. 10. Effizienzgewinne, Kraftstoffersparnisse und positive Umweltauswirkungen, Lang-Lkw auf geeigneten Strecken auch in Nordrhein-Westfalen zulassen, ist ein FDP-Antrag. Hier sind Referentredner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung eingetragen. Ja. Bei welchem CDU-Geschiss? Wo bist du gerade? Ich bin. Darf ich? Ja, klar, hau rein. Du bist bei 9. Sorry, ja, ich bin noch mal gedanklich bei 9 hängen geblieben. Verstehe nicht ganz die Abstimmungsempfehlung einer Enthaltung beim CDU-Antrag. Also, ich kann nicht erklären. Das ist alles dummes Geschwätz. Es ist ja, also Frank, ich habe mit Frank gestern darüber diskutiert und kann man so sehen, wie er das sagt, finde ich jetzt nicht tragisch. Der Unterschied ist, der Antrag von Rot-Grün, der findet den Einsatz komplett super gut, also alles mit drum und dran, auch der Einsatz der Polizisten, so wie es gelaufen ist, deswegen lehnen wir den ab. Der CDU-Antrag, der beschränkt sich ausschließlich auf den persönlichen Einsatz der Beamten vor Ort. Und zwar in der Hinsicht, dass sie halt an Silvester quasi arbeiten mussten. Und unsere Kritik, die richtet sich ja nicht an die einzelnen Beamten, sondern an das Einsatzkonzept insgesamt, das halt schlecht war. Die ausführenden Beamten vor Ort, die mussten halt arbeiten, haben das gemacht, was sie da tun sollten. Und die Einteilung erfolgte ja nicht unbedingt von den Beamten einzeln, sondern das war ein Problem des Gesamtkonzeptes. Und das kritisieren wir auf politischer Ebene. Das ist der Unterschied. Also, das stimmt nicht. Zuerst? Ja, ich nehme mich jetzt zuerst dran. Okay. Du hast dich nach meinem gemeldet. Also in dem Antrag der CDU steht, die Polizei hat in der vergangenen Silvesternacht exzellente Arbeit geleistet. Da ist nicht der einzelne Polizist mit gemeint. Also so stimmt das ja jetzt nicht von der Begründung her. Wenn die jetzt von Frank kommt, kannst du sie nicht verteidigen, weiß ich. Aber ich will das nur gesagt haben. Die Anträge sind sich da schon sehr, sehr ähnlich. Daniel. Ja, das, was Marsching sagt, da steht nämlich tatsächlich die Polizei und nicht die Einsatzkräfte oder irgendwie sowas. Wenn da stehen würde, die Einsatzkräfte, dann könnte ich der Argumentation folgen. Könnte man dem sogar zustimmen. Also, ja, dann könnte man vielleicht sogar dem Antrag am Ende sogar zustimmen. Der letzte Satz ist gut. Ich werde den Antrag ablehnen im Plenum. Und das passt doch zu dem, was wir hier gesagt haben. Also wir haben denen hier Racial Profiling und was weiß ich nicht vorgeworfen. Darüber kann man diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Haben wir aber so gemacht. Aus meiner Sicht haben sich diese Vorwürfe erhärtet im weiteren Verlauf der Aufarbeitung. Und dann jetzt zu sagen, bei so einem CDU-Eintrag, wir enthalten uns, finde ich, sagen wir mal, mindestens gewagt. Weitere Wortmeldungen dazu? Gut, dann gehen wir das so an Frank weiter. Mal gucken, ob sich die Abstimmungsempfehlung noch ändert. Also wenn, dann ändert sie sich. So. Wann ist der Top am? Kurz danach. Dann hatten wir die Gigaliner, dann haben wir Top 11. Anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Jetzt Moratorium für Umsetzung in Deutschland einrichten. Unser Antrag, indirekte Abstimmung. Auch hier sind alle Informationen eingetragen. Dann gibt es keinen Eilantrag. Aber es gibt eine Fragestunde, die dann Top 12 ist. Top 13. Nordrhein-Westfalen in Europa. Benelux-Zusammenarbeit ausbauen, Europas Chancen nutzen und die europäische Einigung voranbringen. Ist ein CDU-Antrag. Indirekte Abstimmung. Hier sind alle Informationen eingetragen. Top 14. Abschiebestopp sofort. Afghanistan ist nicht sicher. Unser Antrag. Simone redet. Ein Referent habe ich nicht eingetragen. Eine Zielrichtung auch nicht. Zielrichtung ist jetzt nicht so wichtig. Da haben wir, weil wir ja schon über den Antrag gesprochen haben. Simone redet nicht. Schreibt sie. Oh. Er hat sich doch abgemeldet. Ist hier keine Mails? Ja, die ist ja noch recht frisch von gestern. Die hat sich, glaube ich, für die gesamten Plenartage abgemeldet. Und hat es auch darum gebeten, dass jemand die Reden übernimmt. Stimmt, du hast recht. Ich habe das auch gestern gelesen. Ich auch darum gebeten, dass es nicht spannend ist, weil die Leute dann müssen alle reden. Gut. Hat jemand Lust, zu Afghanistan und Abschiebestopp zu reden? Ich habe es auch gesagt. Komm, ich habe es auch gelesen.
Mario würde gerne zu Afghanistan und Abschiebestopp reden. Daniel, das war eine Aufforderung, dass du es machst. Ja, gut, die Rede wird es ja geben. Top 14. Nee, ich kann ihn nicht machen. Wir haben von der Enquete die Abschlussveranstaltung. Gut, zu Not Grumpy oder ich, wir würfeln dann gleich. Ja, die Rede wird es wahrscheinlich geben, ja. Dann, ich glaube, so hat sie das nicht gemacht. Gut, dann gucken wir, ob es die Rede gibt. Wenn es sie nicht gibt, setzen wir uns noch zusammen. Gut, wir werden sehen. Okay. Dann Top 15. Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016. Zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Stiftung, Stiftung für Hochschulzulassung und zur Änderung des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen oder in kurz Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz. Das ist auch ein Wort fürs Hängemännchen, muss ich sagen. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir haben hier Referentredner. Zielrichtung stehen. Joachim redet. Abstimmungsempfehlung haben wir auch. Grumpy. Nur der kurze Hinweis. Im Ausschuss hat man sich wohl darauf verständigt, dass hierzu gar nicht debattiert werden müsste. Gleichwohl in der Tagesordnung steht noch Block 1 drin. Nur zur Erinnerung. Demzufolge nach würde ich ja maximal sowieso für eine Rede zu Protokoll dann plädieren können. Demzufolge nach müsste trotzdem eine Rede noch vorbereitet werden. Nur so als sachdienlicher Hinweis. Ich habe noch da nichts gehört. Wann trinken wir jetzt? Mittwochabend oder Donnerstagabend? Ja. Was ist das für eine Frage? Unglaublich. Top 16. Entwurf einer vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 Sozialgesetzbuch 11. Entwurf der Landesregierung, Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses, bla bla bla. Hinweis von Grumpy. Da habe ich heute Morgen eine E-Mail gehabt von den anderen PG. Man ist der Meinung, der Ansicht, deswegen sage ich das hier, dazu müsse nicht geredet werden und man möchte die Reden zu Protokoll geben im Vorfeld. Das Lustige ist, ich war jetzt selber sehr erstaunt, auch nachdem ich gestern Nachmittag noch mal daran erinnert hatte, die Lücken im Plenarpad doch bitte zu schließen, dass hier jetzt gerade immer noch eine Lücke klafft und die müssen wir dann halt heute Nachmittag schließen. Wenn das Ganze ohne Debatte ist, müssen wir sie nicht schließen. Dann hat sie sich ja geschlossen. Nee, sehe ich nicht so. Aber trotzdem muss es einen Referenten da geben. Genau. Daniel, dann Olaf. Ja, es gibt natürlich Zuständigkeiten und vermutlich ist das dann meine Zuständigkeit. Ich habe mich bewusst tatsächlich nicht eingetragen, weil eben besagte Abschlussveranstaltung der Enquete-Kommission ist, durch die etwas lange Tagesordnung, die so nicht absehbar war, überschneiden sich diese Termine halt. Und da ich der einzige Vertreter in der Enquete-Kommission der Piraten bin, halte ich das einfach für wichtig, dass ich da bin und in dem Moment halt nicht im Plenum. Wenn wir also dazu reden, sollte das jemand anders machen. Wenn die Gelegenheit sich an der Stelle ergibt, dass eben nicht geredet wird, vielleicht umso besser. Olaf. Das Blöde ist, dass es da zu dem Thema jetzt nicht mal eine Rede gibt, weil das Thema ging ja schon mal rein ins Plenum und damals war, naja, die Rede, die ich geschrieben habe, war mich darüber aufzuregen, dass wir darüber reden. Also ich kann dem völlig zustimmen, darüber muss nicht geredet werden. Das Ding kann einfach so abgestimmt werden. Wenn dazu geredet wird, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie zu irgendwas anderem aus dem Thema Pflege und wie toll das jetzt ist, weil auf die direkte Verordnung wird kaum einer eingehen. Da wissen diese wahrscheinlich auch nicht genau, was sie erzählen sollen. Das muss man durchlesen. Das ist eigentlich größtenteils sind das irgendwelche Korrekturen in einer Verordnung, die sich jetzt auf ein neues Gesetz beziehen, weil das Gesetz sich geändert hat. Aber das Gesetz ist schon lange durch. Also kann man jetzt darüber reden, wie toll das Gesetz war, das sie irgendwann in der letzten Legislaturperiode verabschiedet haben.
Ja, also von daher würde ich dem zustimmen und würde sagen, da kann, wie gesagt, ich würde auch nicht viel mehr oben erzählen. Ne? Ich würde da höchstens eine 30 Sekunden bis Minute erzählen. Okay, das ist die Konsequenz, die gezogen werden muss aus dem Gesetz und fertig. Ja, mehr ist das nicht. Rumpi. Nur rein fürs Protokoll, dann würde ich dich als Platzhalter notieren und du suchst dir noch ein Referat deiner Wahl, wo du dir jemanden schnappst, der vielleicht einfach nochmal über deine drei Sätze im Vorfeld drüber liest, damit man das entweder halten kann, beziehungsweise halt zur Not zum Protokoll geben kann. Gut. Top 17. Oder habe ich was übersehen? Hat sich noch jemand gemeldet? Nein, niemand springt auf. Sehr gut. Top 17. Gesetz zur Änderung des Landeshafenentsorgungsgesetzes. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Das ist eine Einbringung. Es sind alle Informationen da. Top 18. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hilfen für Blinde und Gehörlose. Oh, an das erste kann ich mich erinnern. Jetzt ist meine Pad-Verbindung weg und ich kann trotzdem noch schreiben. Das ist ja auch witzig. Auf deinem Gerät. Ja, aber die 18 hat er noch übernommen. Die erste 8 von den beiden hat er noch übernommen, obwohl das schon gedreht hat. Sei es drum. Ich scrolle wieder bis zur 18. Zweites Gesetz, Änderungsgesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Es ist eine Einbringung. Referent ist da. Zustimmung zur Überweisung. Zielrichtung fehlt hier noch. Hm. 19. 20. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge. Staatsverträge, doch, ist richtig geschrieben. Der 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, eine Einbringung der Landesregierung. Referent eingetragen, Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung zur Überweisung. Ja, das funktioniert jetzt auch nicht, weil bei 17 gibt es halt schon eine Zielrichtung und man könnte die zu jeder Einbringung dahin schreiben. Aber man kann sie auch dann einfach weglöschen, das macht es übersichtlicher. 20. Organstreitverfahren der Partei, ach, die lese ich jetzt nicht alle vor. Also, wir haben so ein paar Organstreitverfahren, da klagen die alle gegen die 2,5%-Klausel, das ist Top 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gut finde ich übrigens, auf eins muss ich hinweisen, wo wir schon dabei sind. Das sind ja eine Menge, also die Partei, die Linke und so. Die Partei Volksabstimmung, Landesverband Nordrhein-Westfalen, klagt nicht nur, wie alle anderen, gegen den Landtag Nordrhein-Westfalen wegen Verletzung der Chancengleichheit, sondern auch gegen die SPD-Landtagsfraktion, die Grünen, die CDU. Was ich sehr witzig finde, weil sie haben zwar überhaupt keine Chance, damit durchzukommen, ist vollkommen sinnlos, aber die müssen natürlich sich jetzt auch einen Anwalt nehmen und müssen sich lustig verteidigen vor dem Landesverfassungsgericht. Ein nettes kleines Schmankerl, das ich, glaube ich, gar nicht erzählen darf, dass sich die Grünen da so ein bisschen drüber aufgeregt haben. Aber egal. So, also wie gesagt. Frage? Bitte. Ja. Ja, das war ja schon. Aber wir. Vor einem Monat war schon. Die Frist läuft gerade ab. Deswegen kommen jetzt die Klagen alle. Ja, die haben sich auch nicht zusammengetan, jeder klagt einzeln für sich. Ja, es wird alles in einem Verfahren wahrscheinlich behandelt. Und unseres ist schon durch, ja. Wir haben, glaube ich, im letzten Plenum war es, wir haben keinen Kommentar abgegeben. Der Landtag hat keinen Kommentar abgegeben. Also 20, 21, 22, 23, 24, 25 sind Verfassungsbeschwerden gegen die 2,5 vom 100 Sperrklausel. 26 ist ein Verfahren über die Verfassungsbeschwerde der Bundesstadt Bonn, der Gemeinde Much und der Stadt Velbert. Wegen Verletzung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie durch § 27 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 3 des GfG 2016. Die 27 ist wieder ein 2,5 vom 100. Warum sind die da? Ach komm, ist egal. Und dann haben wir noch die 28, eine Verfassungsbeschwerde des Herrn W., vertreten durch Rechtsanwälte gegen den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom. Alles ohne Debatte. Und da geht es jeweils um die darum, ob sich der Landtag äußert. Ihr wisst, klassischerweise äußern wir uns nicht.
29. Wahl eines ordentlichen Mitglieds des Kontrollgremiums nach § 23 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Auch da durch die Umbesetzung bei der CDU ein Wahlvorschlag der CDU. 30. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im dritten Quartal. Antrag des Finanzministeriums wie immer. 31 in den Ausschüssen erledigte Anträge. 32 Beschlüsse zu Petitionen. Alles ohne Debatte. Das geplante Ende von 20.30 Uhr werden wir nicht ganz halten können. Das wird wahrscheinlich eher 22.30 Uhr. Zack. Donnerstag, 26. Januar. Erstens, starke Forschung, starkes Land, Forschungsland Nordrhein-Westfalen. Eine Unterrichtung durch die Landesregierung. Joachim Redet, Referent, Zielrichtung sind eingetragen. Top 2, Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Tariftreue- und Vergabegesetz. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung in Verbindung mit dem Antrag der CDU, das Tariftreue- und Vergabegesetz aufzuheben. Der Joachim Redet, Referent, Zielrichtung, Abstimmungsempfehlungen sind eingetragen. Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist ungefähr wie New Park. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Gestern auch wieder bei dem Termin. Aber sei es drum. Drittens, die Landesregierung muss der Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer im Bundesrat endlich zustimmen. Ein CDU-Antrag. In Verbindung mit Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einstufen. Ein Antrag der FDP. Hier gibt es einen Redner, nämlich Simone. Nein, es gibt keinen Redner, Simone. Ja, komm, zu dem Thema rede ich mal. So. Ja, Sebastian Markus. Ja, ist super. Ich setze mich mit denen in Verbindung. Und auch werde auch Simone noch fragen. Die Abstimmungsempfehlung kann ich relativ leicht sagen, das wird ein Ablehnen werden für beide. Zielrichtung tragen wir noch nach. Daniel, du wolltest was sagen? Nein? Dich über dein Handy aufgeregt. Viertens, Bürgerinnen und Bürger besser schützen, Taschendiebstahl schärfer sanktionieren. Ein Antrag der FDP, Überweisung an den Rechtsausschuss. Härtere Bestrafung von Taschendieben. Warte mal, ist das nicht Strafgesetzbuch? Damit haben wir überhaupt nichts zu tun hier. Ja, macht ihr mal. Ein Referent habe ich hier nicht eingetragen, weil es ihn gar nicht gibt. Der Nico redet, nicht der Dirk. Der Dirk ist nur Referent. Wie in dem Fall jetzt. Auf Zuruf. So, Top 5. Endlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 umsetzen. Keine verfassungswidrigen Funktionszulagen an Mitglieder des Landtags mehr zahlen. Ein Antrag der Fraktion der Piraten. In direkter Abstimmung. Ich rede da. Referent, Abstimmungsempfehlung ist natürlich Zustimmung, ist ja unser Antrag. Und eine Zielrichtung haben wir da stehen, wir haben auch schon drüber geredet. Top 6. Abschlussbericht der Enquete-Kommission zu Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels. Die FinÖPV. Da haben wir einen Redner, Oliver, wir haben Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung eingetragen und wir haben ein entsprechendes Votum abgegeben, wer da nochmal eine Zielrichtung braucht. Grumpy. Ich will nur darauf hinweisen, ich hoffe, Oliver ist bis dahin auf dem Bein. Ansonsten müssen wir schnell handeln. Ja, das kann kein anderer machen. Das wird schwierig. Gut. 7. Digitale Mobilität. 5G-Testfeld für Nordrhein-Westfalen. Ein rot-grüner Antrag in direkter Abstimmung. Joachim redet. Abstimmungsempfehlung, Referent und Zielrichtung ist eingetragen. Grumpy. Dazu wird es noch einen Umlaufbeschluss geben, denn wir sitzen noch an einem Entschließungsantrag zu dem Thema. War auch gestern in der Referentenrunde sehr konsensual, dass wir da nochmal unsere Standpunkte darlegen. Ihr wollt beantragen, dass das schön an den Bahnlinien lang ist, damit man endlich mal Internet hat da, ne? LWL. Top 8. Wie muss die Aufstellung und Ausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung verbessert werden? Eine große Anfrage der CDU. Das könnte man auch selber wissen als Partei, aber man kann das auch die Landesregierung fragen. Referentredner eingetragen, Dirk redet, Zielrichtung ist eingetragen, Abstimmung gibt es da nicht.
Top 9. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Zweites Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren. Unser Gesetzentwurf. Überweisung in den Hauptausschuss. Das wird im Hauptausschuss gebündelt mit dem ganzen anderen, weil... Oh, du schaffst das. Genau, weil ihr wisst ja, alles hängt mal wieder mit allem zusammen. Warum auch immer. Top 10. Ausverkauf von Firmen-Know-how. Nordrhein-Westfälische Unternehmen verhindern Veröffentlichung von Antragsunterlagen im Internet bei emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Stoppen. Der Anwalt redet. Überweisung. Referent und Zielrichtung ist eingetragen. 11. Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 2. Berufliche Weiterbildung auch online ermöglichen. Unser Antrag, Toso redet, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung, Zielrichtung eingetragen. 12. Sämtliche Umweltdefizite der Wohnimmobilienkreditrichtlinie müssen beseitigt werden. Ein Antrag der CDU, direkt, indirekte Abstimmung. Hier gibt es noch keinen Redner. Bei Bedarf, Oliver, wenn es sonst keiner will. Und Stefan ist als Referent in Klammern eingetragen. Und dann gibt es viel Bunt. Ist das Oliver? Möchte sonst keiner? Ich sehe niemanden, der aufzeigt. Dann ist das jetzt Oliver. Gut. 13. Bürgerinnen und Bürger über die Menschenrechte des Kindes informieren. Landesregierung muss ihrer Pflicht nachkommen. Unser Antrag. Olaf oder Daniel, wer redet? Also ein typischer Olaf-Antrag, sage ich jetzt. Darf ich? Bitte. Also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass du, Olaf, dazu redest. Wenn du aus Gründen nicht dazu redest, kann ich das selbstverständlich gerne machen. Das ist kein Problem. Aber thematisch war das, was du ja auch eigentlich laufend hier mit eingebracht hast. Olaf. Nee, ist okay, mache ich auch. Ich bin jetzt nur ein bisschen, weil ich jetzt auch raus war letzte Woche, bin ein bisschen überschlagen. Nee, ist okay. Nee, ist trotzdem. Nee, ist in Ordnung, mache ich natürlich, klar. Hm. Gut, Olaf redet, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung eingetragen. 14, Gesetz zur Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge. Das ist ein CDU-Gesetzentwurf. Toso redet, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung eingetragen. Und auch hier Zielrichtung ist ein entsprechend leertes Teil. 15, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Absenkung des Eingangsquorums des Artikel 68 Landesverfassung NW. Unser Antrag, ich rede, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Dann wären wir am Ende vom Donnerstag. Ich sehe keine Meldung, komme zum Freitag. Erstens, aktuelle Stunde. Das Thema ist, ich habe es gestern gelesen, ich weiß es nicht mehr. Zack. Ich meine auch Breitband an Schulen von der CDU, ne? Da, ich hab's. Schulen ohne Anschluss. Wie will die Landesregierung die dramatische Unterversorgung der Schulen in Nordrhein-Westfalen bei Breitbandanschlüssen beenden? Haben wir auch schon 10-mal drüber geredet, aber sei es drum. Was ist eigentlich die Aktualität? Ah, die Rheinische Post hat irgendwas geschrieben. Alles klar. Sehr gut. Also, aktuelle Stunde wie vorgelesen. Erstens. Zweitens. Achso, wer redet da? Breitbandausbau. Wer möchte was zum Breitbandausbau sagen? Grumpy möchte was zum Breitbandausbau sagen. Wir haben eine Empfehlung aus der Referentenrunde noch von gestern. Die Referentenrunde hat sich überlegt, ob wir in diesem Zusammenhang nicht ebenfalls die große Kurve schlagen zu dem Bereich Bildung, Ausbildung, Wissenschaft, Forschung. Und die Referentenrunde würde sich Joachim dann an der Stelle wünschen. Ja, tatsächlich. Aktuelle Stunde, Freitag, Top 1. Schulen ohne Anschluss. Wie will die Landesregierung die dramatische Unterversorgung der Schulen in Nordrhein-Westfalen bei Breitbandanschlüssen beenden? Die
Referentenrunde, hat gesagt, sie möchte den großen Bogen schlagen zu Schule, Bildung, Weiterbildung, Forschung, Hochschule. Und deswegen gibt es da auch 4 Referenten und sie wünscht sich, dass der Joachim dazu redet. Wenn die Referenten sich das wünschen, redet da der Joachim. Perfekt. Zielrichtung großer Bogen. Na dann. Gut, das kriegen wir noch raus, das wird dann noch nachgetragen. In Top 2 kommen wir zum Antrag der CDU. Landesregierung muss endlich entschlossen gegen die Ausbreitung von No-Go-Areas, das kann ich übrigens auch nicht mehr hören, und kriminellen Familienclans in Nordrhein-Westfalen vorgehen. Hier redet Dirk, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Drittens, Landesregierung muss digitale Modellstadt nach Nordrhein-Westfalen holen, ein FDP-Antrag. Olli redet, in Klammern vielleicht auch Lukas. Abstimmungsempfehlung, Referent und Zielrichtung sind eingetragen. Die beiden werden sich entsprechend einigen müssen bis Freitag. Gut, Top 4. Digitale Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen durch den Kauf von 100.000 fahrerlosen Fahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehr einleiten. Unser Antrag, Top entfällt. Top ist geschoben. Neue Top 4. Ja, wenn der Top geschoben ist, dann kann er weg. Zack. Top 4. Vielfalt im Sport stärken. Eurogames in NRW unterstützen. Wir haben gerade zugestimmt, dass das ein gemeinsamer Antrag wird. Sowas wie California Games. Man macht viele Joysticks damit kaputt. Lukas redet. Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Wie gesagt, wir sind jetzt mit auf diesem Antrag. Top 5 ist der Halbjahresbericht des Petitionsausschusses. Top 6. Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine in Nordrhein-Westfalen. Das kann nur ein CDU-Antrag sein. Hier sind wir für die Überweisung und eigentlich dagegen. Rede. Wer redet? Danebot oder Simone? Habe ich hier stehen. Wenn Simone da noch flach liegt, ist es... dann ist es Danebot. Gut. Neu 7. Trauerspiel um die JVA Münster beenden. Überfälligen Neubau endlich realisieren. Denkmalgeschützten Altbau erhalten. Ein CDU-Antrag. Hier ist kein Referent, kein Redner, keine Abstimmungsempfehlung. Nico Dirk, das Rechtsausschuss. Grumpy, das ist das Rechtsausschuss. Vorschlag? Ja, es ist Rechtsausschuss, aber in dem Zusammenhang Neubau realisieren, Thema Kosten, Bauen. Ich würde vorschlagen, ganz bewusst eine Mischung aus David und Stefan Hochstadt wegen der finanziellen und bautechnischen Aspekte in dieser Angelegenheit, wenn ihr nichts dagegen habt. Reden, Nico? Reden, Nico. Ist er schon zurückgekommen? Was haben wir denn für eine Abstimmungsempfehlung? Nein. Wie haben wir denn im Rechtsausschuss gestimmt? Top 8. Wenn ich keine weitere Wortmeldung sehe, was nicht der Fall ist. Das Land NRW muss die Freigabe von Cannabis in lizenzierten kommunalen Abgabestellen unterstützen. Unser Antrag, Lukas redet, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Top 9. Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen. Wir fackeln die immer noch nicht ab, sondern die werden nur beleuchtet. Ja. Und auch schon wieder im Ältestenrat. Ein schöner Stolperer. Abstimmungsempfehlung ist hier noch nicht geklärt. Kai redet, Referent und Zielrichtung sind eingetragen. Yes. Wird noch geklärt. Habe ich da noch hingeschrieben. Gut. Weiter geht es mit, nachdem die Windkraftanlagen jetzt abgebrannt sind, Top 10. Gesetz zum Erlass eines Landesbibliothek, wenn es übrigens nach der CDU ginge, ne? Damals der Wittke, der wollte die Dinger alle wieder abreißen lassen. Ja, egal. Der Wittke wollte auch mal Autofahren lernen. Innerstädtisch. Innerstädtisch. Mit 180.
Gut. Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften. Ein CDU-Antrag. Redner Joachim, alternativ gegebenenfalls Lukas, und jetzt wurde was weggelöscht. Ja, Lukas, sagt Joachim. Jetzt Lukas, bitte. Welcher Antrag? Erlass zum Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes. Kannst du ins Mikrofon bitte sagen? Immer. Ja, ein bisschen heiser. Also Lukas sagte mir gestern, dass das Cannabis, dass der Cannabis-Antrag, dazu wollte er sehr gerne reden. Zu den anderen Anträgen fände er es gut, würde sich ein anderer Redner finden. Ja. Manchmal ja, manchmal nein. Die L wollte noch klären, ob geredet wird oder nicht, ne? Das, oder ob zum Protokoll geht. Das, ja. Der Lukas bekommt das jetzt. Ich habe den Lukas noch nie anrufen können. Nur bei einer Nummer, sonst drückt er immer alles weg. So, Spaß beiseite. Erstmal steht da jetzt Lukas. Wenn Lukas nicht kann, dann Joachim. Ende des Freitags, geplant 16:25. Gibt es zu den Plenartagen noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Tagesordnung. Gibt es zu Top 6 sonst noch etwas? Vorbereitung der Plenartage? Schon wieder? Nein, gibt es nicht. Dann kommen wir zu Top 6. Es war vorher 5, Entschuldigung, natürlich. Top 5, Abschlussbericht der Enquete-Kommission FinÖPV. Leider ist der Olli krank. Dann muss der Kreon uns irgendwie anders dazu nochmal, aber wir haben es ja auch im Plenum. Ja, die haben wir gerade schon geklärt. Zuhören und immer so machen. Top 7, Abschlussbericht der Enquete-Kommission 5. Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen. Leider ist der Daniel geistig abwesend und wir kommen zum... Nein, schade. Ich dachte, ich könnte das hier schnell durchziehen. Gut, Daniel. Nein, das war ja eine hervorragende Idee vom Grumpy, die beiden Enquete-Kommissionen noch mal mit auf die Tagesordnung zu setzen. Für euch ganz kurz, um zu wissen, was hinsichtlich der EK5 Familienpolitik halt passiert. Heute Mittag wird eine Pressekonferenz sein, an der ich quasi so halb passiv dran teilnehme. Also die Sprecher der Fraktionen sind dabei. Aktiv reden wird nur die Vorsitzende. Die Sprecher stehen für Rückfragen der Presse, so sie denn kommen, zur Verfügung. Falls wir nicht zu Wort kommen oder egal, ob wir zu Wort kommen oder nicht, werden wir natürlich die Gelegenheit trotzdem nutzen, um unsere Positionen da nochmal zusammengefasst sozusagen an die Journalisten zu geben. Da war die Pressestelle mit Andrea in den letzten Tagen fleißig und hat da Entsprechendes vorbereitet. Eine Pressemitteilung wird dazu gleich rausgehen, über die ich eigentlich gerade nochmal drüber lesen wollte. Der Kernpunkt morgen am Mittwochabend ab 18 Uhr wird halt noch eine Abschlussveranstaltung gemeinsam stattfinden. Keine Podiumsdiskussion oder dergleichen, das ist mehr oder weniger ein Beisammensein aller Beteiligten an dieser Enquete-Kommission, also nicht nur der Mitglieder, sondern auch eben der Sachverständigen, die uns irgendwann in den 2 Jahren hier besucht haben und ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Das wird morgen Abend sein. Ansonsten geteasert wird es halt so sein, wir werden natürlich, oder wir freuen uns ja darüber, dass im Enquete-Bericht halt eben eine unserer Forderungen mit aufgenommen wurde, nämlich die Kindergrundsicherung. Entgegen anderslautender Vorstellung vielleicht von Rot und Grün ist es halt unser Punkt, den wir dort eingebracht haben in die Enquete-Kommission, und wir sind selbstverständlich sehr glücklich darüber, dass Rot-Grün sich dazu durchringen konnte, das halt eben aufzugreifen, das als Handlungsempfehlung dieser Enquete-Kommission dann auch eben rauszugeben.
Unsere Sondervoten, die wir dazu geschrieben haben, wir haben mehrere Sondervoten geschrieben im Abschlussbericht, der ein oder andere hat vielleicht auch mal reingeguckt, zeichnen sich im Prinzip dadurch aus, dass wir viele Handlungsempfehlungen mitgetragen haben, auch aus Überzeugung mitgetragen haben, weil das gute Maßnahmen sind. Wir haben allerdings an der einen oder anderen Stelle Ergänzungen vorgenommen zu diesen Handlungsempfehlungen, nämlich immer dann, wenn diese Handlungsempfehlung für uns nicht weit genug ging. Und so ist es zum Beispiel auch bei der Kindergrundsicherung, die geht uns halt natürlich nicht weit genug und wir haben da nochmal explizit natürlich den Fokus dann auf ein bedingungsloses Grundeinkommen gesetzt, haben dazu dann auch nochmal ein etwas längeres Sondervotum dann auch geschrieben, was eben genau diesen Fokus dann nochmal erklärt, wieso halt ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich wichtig ist. Wieso es aber auch wichtig ist, dass jetzt als Zwischenschritt erstmal diese klare Empfehlung für eine Kindergrundsicherung da ist. Und da ist auch nochmal ganz klar festgelegt, für uns ist klar, dass die Kindergrundsicherung eigentlich ein Modell ist, was in der nächsten Bundestagslegislaturperiode auf den Weg gebracht werden kann. Also Mehrheitsverhältnisse könnten dafür da sein zu diesem Zeitpunkt. Wir jedenfalls, oder so ist meine Vorstellung, ich möchte gerne in dieser Legislaturperiode hier im Landtag noch einen Antrag einreichen, der das Thema Kindergrundsicherung halt dann nochmal ganz separat bespielt, also sozusagen das Ergebnis der Enquete-Kommission dann eben auch aufgreift. Ja. Gibt es zu der Vorstellung von Daniel Fragen? Ich muss es nochmal wiederholen. Gut. Aber steht da das drin, was ich gesagt habe? Also ja. Wenn es da keine weitere Wortmeldung gibt, kommen wir zu Top 8. Sonstiges im öffentlichen Teil. Ich habe einen Aufruf noch zu machen an euch. Und zwar, ich muss das nur noch eben laden. Und zwar zum politischen Aschermittwoch 2017, Aschermittwoch dieses Jahr in Bayern, werden noch Redner gesucht und ich darf euch von der Frau Semm einladen, wer möchte, wer nach Bayern kommen möchte, eine kurze Nachricht an die Astrid. Redner aus den Fraktionen sind gerne gesehen. Wer also ein bisschen satirisches Talent hat und ein bisschen auf den Gegner draufhauen möchte bei zwei Weizen, los geht's. Ja, ja eine ganz zwei. Normale Rede halten, oder? Satirisch, nicht real satirisch. So, nachdem wir jetzt alle über... Also ich kann über viele Leute... Einige überlegen auch, wie das gemeint war. Ja. Ja. Nachdem wir jetzt alle darüber informiert sind und ich nicht Sonstiges sehe, kämen wir zum Mitarbeiteröffentlichen Teil. Sehr gut, da ich sonst nichts mehr sehe, würde ich mich jetzt vom Stream verabschieden. Muss ich eigentlich so machen oder sehe ich mich auch so? Ja, bitte. Ja, klar. Ja, heilungsmäßig, jetzt sind wir auch genug, ne? Also, wir haben nicht öffentliche Teile, und zwar mitarbeiteröffentliche Teile, Sachstand Bundesversammlung und junges NRW und im nicht öffentlichen Teil aus der Mitarbeiterversammlung. Der Sachstand Bundesversammlung dauert 5 Minuten, Junges NRW Wette dauert 10 Minuten, sind wir in einer Viertelstunde und dann machen wir eine Dreiviertelstunde aus der Mitarbeiterversammlung. Also beantrage ich, einen nicht öffentliche Teile von 1 Stunde durchzuführen. Gibt es dagegen jemanden, der sich dagegen ausspricht? Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Dann haben wir das jetzt geheilt und beschlossen, nicht öffentliche Teile. 1 Stunde. Dann verabschiede ich mich jetzt vom Stream. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche.